Auf der Aussichtsplattform des Innsbrucker Stadtturms genießen Fabiano de Lima, Campos Maria, Mario Sara, Ulrich Winkler und René Xellmann die Aussicht über die Dächer von Innsbruck. Mit dabei auch der jüngste Neuzugang des FC Wacker Innsbruck. Ja, hallo, ich bin der Samsudin Mehic. Bin am 18.01.1989 geboren in Bosnien. Bin das erste Mal in Österreich 1990 gekommen mit meinen Eltern. Seitdem bin ich halt in Österreich aufgewachsen. Die Schule absolviert hier. Begonnen habe ich bei SCG Kazan, das ist so in Niederösterreich, letzte Klasse. Dort habe ich ein Jahr gespielt, dann bin ich zu Rapid gegangen, U14. Dann von dort bis in die Amateure geschafft, immer die Stammposition gehabt und ja, dann von Rapid jetzt heuer zu Wacker Innsbruck zum Traditionsverein geliehen worden sozusagen. Auf dem fast grünen Rasen im Tivoli kennen sich die Wackerspieler bestens aus. Die Innsbrucker Sehenswürdigkeiten sind aber mal etwas Neues für die Spieler. Und unter der fachkundigen Stadtführung von Eva Staudinger-Stockley war auch so manche Neuigkeit für die schwarz-grünen Profis dabei. Ja, sehr viele also in der Stadt. Kulturell sehr viele haben wir mitbekommen. Jetzt sind wir oben, weiß nicht, 1500 Meter Höhe oder so. Und ja, also sehr viel dazugelernt, die Stadt ein bisschen angeschaut. Ich war noch nie so richtig draußen. War immer im Training in der Wohnung, aber jetzt interessiert es mich noch mehr also und sehr schön. Goldenes Dachl, Hofburg oder Schwarzmanderkirche. Der geschichtliche Blick auf die Tiroler Landeshauptstadt wird ausgesprochen positiv aufgenommen, so wie auch Mehic bei der Mannschaft in Innsbruck bestens ankam. Trainer Walter Kogler scheint die ideale Mischung für den FC Wacker gefunden zu haben und zu den Fans des FC Wacker Innsbruck findet Mehic klare Worte. Ja, die sind also super, wirklich, also, dass sie mich schon so aufgenommen haben, dass sie meinen Namen schreien, das ist einfach herrlich und dass so viele mitfahren auswärts nach Leoben, es ist einfach ein Traum, also ich denke mal, das sind die besten Fans in der Liga. Auf der Hungerburg suchen die Wacker-Jungs das Tivoli-Stadion. Bereits am Samstag kommt es dort zum großen Schlager gegen Magna Wiener Neustadt. Nicht nur ein Schlagerspiel wegen der Tabellensituation. Auch die Wacker-Spieler wissen um die spezielle Bedeutung des Spiels gegen das Team von Ex-Wacker-Trainer Helmut Kraft. Ja, das habe ich jetzt mitbekommen. Also am Anfang war es nicht so wirklich, aber jetzt, weil wir vier Spiele gewonnen haben, jetzt gegen Lustenau auch der Favorit sind. Und ich denke, die Partie müssen wir schaffen, damit wir auch für die Fans dann mehr sorgen, dass die nächste Woche auch noch mehr kommen und wir hoffen, dass sehr viele Zuschauer kommen, weil es wird sicher eine spannende Partie werden. Für Fabiano, Mario, Sudi und Co. geht es auf alle Fälle aufwärts Richtung Seegrube. Für den sportlichen Aufstieg und die Ehre der Stadt Innsbruck sollen sie dann gemeinsam mit den Kollegen am 11. April ab 15.15 Uhr im Tivoli sorgen.